Guten Morgen. Warum sind die schon so laut? Was geht ab? Heute Tag 2 und heute sehe ich das erste Mal Banzer. Wir fahren nämlich heute zum Champions League Qualifikationsspiel von Braga. Wir haben Tickets geholt und wir sind heute im Stadion. Aber erstmal muss ich frühstücken. So, das ist schon am Machen. Was gibt's denn heute Schönes, so? Heute gibt es Omelette. Ui. Ist das Omelette? Das ist Rührei. Ich zeig euch mal kurz die Aussicht. Wir sind endlich von hier straight das Meer, aber hier ist überall Nebel, man sieht gar nichts, nix. So, wir gehen jetzt gerade zum Strand, wir sind das erste Mal am Strand. Der ist, keine Ahnung, 3-4 Minuten von uns entfernt. Das sieht so geisteskrank aus. Das Problem ist aber überall Nebel. Hier, wir wohnen da oben ungefähr. Und sind jetzt hier runtergefahren und hier ist direkt der Strand. Aber Bro, wo ist die Sonne? Digga, guckt euch schon mal an, wie hoch diese Wellen sind. Kurzer Side-Fact, damit ihr auch was lernt. Ey, in Nazare sind die höchsten Wellen auf der ganzen Welt. Hier am Strand und hier generell im Meergebiet an Nazare sind die höchsten Wellen. Die machen auch diese Surfer immer, diese Weltrekorde und sowas. Ey, yo! Nein, das ist zu kalt. Ey, yo! Wir sind gerade weg von dem einen Strand, wo man da nicht reingehen konnte. Wollten nur den Strand switchen. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind irgendwo. Hier ist nichts. Du bist wieder weg. Oh, es ist so kalt. Oh mein Gott. Wir sind locker eine halbe Stunde gefahren, damit wir zum richtigen Strand kommen, Digga. Und bei uns waren keine Menschen, waren eins die einzigen am Strand. Weil wie voll es hier ist, Digga. Geisteskrank. Es ist so geil, wie das erste Mal im Wasser zu sein. Ich war das letzte Mal vor 4 Jahren. Und es fühlt sich so krass an, ne? Wow. Ich hab keine Ahnung, was sie da machen, Digga. Ich geh jetzt ins Wasser. Ah, guten Tag. Wir sind in der Goo Lagoon. Meine Unterhose ist weg. So, wir sind das erste Mal jetzt einheimisch essen. So, das ist meins. Und die haben ein, was ist das? Das Oktopus? Das Oktopus und das? Auch, ne? Tintenfisch. Ihr habt so einen Dachschaden, guck mal, wie das aussieht. Das hier. Digga. Ich esse jetzt ein. Digga, das sieht so random. Das ist einfach ein Oktopus. Ja. It's okay. It's okay. No, 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 we have. Look. Boah, die muss aufpassen, dass du hier nichts verankaut, Digga, kaufst. Die drehen hier, probieren ja jetzt Sachen anzudrehen. Heute ist es soweit. Mit dem Banzer-Trikot fahren wir nach Braga, weil heute spielt Braga gegen, ich habe keine Ahnung, wie die andere Mannschaft heißt. Champions League Quali und ich werde heute das erste Mal Banzer sehen. Ich werde ihm dieses Trikot zeigen, okay? Simon, if you see this, bro, we have to take another video together and I show you my skills because I'm the real one, bro. Look at me, Simon. Nimm noch schnell was zu snacken mit. Ja, Milchbrötchen. Let's go! Gebatsa! Digga, die Gegend, wo wir sind, ne, ist unnormal schön. Guck, wie krass das aussieht. Boah, warte, ich kann euch mein Auto zeigen. Ich hab gar nicht gesehen, was für einen Wagen wir haben, ne? Wow! Wie schön das aussieht, Digga. Das sieht so geistkrank aus. Die ganzen Häuser und diese ganze. Diese, wie heißt das, Digga? Diese ganze Bau. Ja, boah, wie schön ist denn die Favela einmal? Ich hab mir in Brasilien, fühlt sich gar nicht an, ich hab mir noch in Europa. Guck mal da oben. Das ist einfach so der Klipper in Haus, Digga. Ey, wir fahren hier gerade lang, wir müssen ja nach Prag, wir fahren ja durch Porto. Und das ist einfach das Porto-Stadion. Guck, wie krank das aussieht. Aber irgendwie habe ich das größer vorgestellt. Guck mal, sieht sogar die Plätze da. Da sind diese blauen Sitze. Frage! Banza! Wie der scheiß Auto war, wir sind zu spät und ich kann Banza jetzt nicht pünktlich sehen. So viele Prager-Fans, ne? Guckt euch das mal an, wie geisteskrank voll es ist. Und die meisten sogar drin. Wir sind alle zu spät. Wir verpassen wahrscheinlich den Anpfiff, glaube ich. Ey, wir müssen jetzt einmal komplett einfach rumlaufen. Da rein, aber wir müssen einfach einmal rum und dann dahinter rein. Die waren zu spät. Die haben gerade das Lied gespielt. Dieses, ihr wisst, was ich meine. Are you for Braga? Are you for Braga? Braga. Do you know Banza? Banza. I'm his brother. I'm Banza's brother. Look. Look. I've got his old. His old. Look-alike. Ist mein Brother, real talk, real. Ich hoffe, ich flieg nicht raus, weil das ist ein altes Trikot, das ist ein anderer Verein in Portugal und wir gehen mit dem Trikot zu einem Prager spielen. Ich hoffe, ich krieg keinen Ärger, am Ende schlagen mich diese Hooligans oder so. Banza! 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 Banza ist mein Brother, I'm his bigger brother, von Simon Banza. But he's on the bench. Der Banza, Braga, yeah, really, I'm his brother. I'm his...
Do I don't? Yeah, Francais, le poumon. Die haben mich erwischt, dass das falsche Trikot ist von Banza. Ganz schwierige Kiste, ganz schwierig. Einfach rausgehen, straight ins Stadion. Wir müssen einfach 14 Stockwerke hochlaufen jetzt. 14! Ey, das ist der Zweitplatz von Braga. Egal, Alter. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Wir haben nicht mal die Hälfte. Trinken holen. Wir haben einfach einen Stopp gemacht. Wir haben kurz eine Pause gemacht, um uns trinken zu holen. Ich bin so traurig. Ich habe einfach nicht in einem Zug geschafft, es hochzuschaffen. Ich schwitze. Oh, wie ich schwitze. Ach du Scheiße. Da. Wir sind da. Das sieht so geisteskrank aus. Ne? Ach du Scheiße. Guck mal, wie voll ist es, Digga. Boah. Und die spielen schon. Ich schwöre, verrückt. Digga, Banza spielt nicht mal Stab. Er ist da hinten auf der Bank, du Versager. 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 Hab ich dieses Trikot mitgenommen, Digga. Wenn du auf der Bank spielst. Bruma! Bruma! 1-0! Der Tore steht schon 2-0, ich konnte gar nicht reagieren. So geil und die Atmosphäre ist so geil. Bei jedem Tor, der eskaliert, ist der Champions League-Finale, Digga. Unnormal krass. Ja, komm, Banza zu sehen, Bro, ist das allerbeste Spiel, die ich seit langem gesehen habe. Bloß die spielen noch richtig kranken Fußball. Treat me like what is, don't get me dirty. Das ist geil, das ist geisteskrank. So unfair, die könnten einfach da stehen bleiben und könnten einfach gratis das Spiel aufgucken, obwohl wir Geld gezahlt haben. Zeit, das war so ein krankes Spiel bis jetzt, ne? Boah, ich will jetzt was zu trinken, aber ich hab so Durst. Braga Fan? Yes. What do you think about Banza, Simon Banza? He's a good striker, very good. Good striker, like but it. Why is he on the bench? Because we have an international from Spain in the front. But Banza's better. Banza's I don't know. I think Banza's better and the coach is trash, in my opinion. The coach is trash! Ich bin hier falsch. Ich dachte die gar nicht. Hey, Digga. 15, ich wusste auch noch 14. Banza, Ball, schöner Ball, schöner Pass. Schöner Pass, Simon. Aber warum wird nicht eingewechselt? Hey, was machen die da? That's not for children! No! No! Oi! Oi! Hey! Boah! Der arme Balljunge! Der arme Balljunge, will die drüber schießen, ne? Musste einfach mal rübergehen und den Ball holen von dem Berg, Digga. Aber auf der Seite ist der Ball weg. Also wenn der Ball darüber fliegt, er ist weg. Ey, die spielen so gut. Die spielen so gut. Boah! Bro! Aber taub! Real talk, aber taub! Digga, ich dachte, die letzte Banza jetzt sein, Junge! Die letzte Banza jetzt! Put Banza on! 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 What guys? Diese ganz weißen Punkte, das sind alles Handylichter, der sieht geisteskrank aus. Nein, das ist mal nicht Banza. Okay, das ist nicht Banza, ich glaube, der andere könnte Banza sein. Nein! Ich dachte, Banza wird eingewechselt. Das ist schon wieder, guck mal, Abdel Ruiz kommt rein. Und das so? Hey! Hey, obrigado! Okay, Freistoß. Ey, er muss den reinmachen von da. Er muss den treffen. Horta, komm! Ich hab deinen Tod so aufgezogen, ne? Komm. Ey, nein, 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 Bro. Nein, 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 nein. Warum ich den SPC abgegeben habe? Bro, er ist trash! Ich hab Banza kommt rein, warte.
23, 23, bitte! Ich weiß, ob das Banza ist! Banza! Das ist Banza! Das ist Banza! Banza! Komm, mach ein Tor, Banza! Banza, komm! Komm, Banza! Oh mein Gott! Okay, noch 3 Minuten, Bro. Noch 3 Minuten, hör mir zu, Banza. Nimm die Pille und renn nach vorne. Oh, das Ding in den Winkel, verdammte Scheiße, okay, Banza? Hey! Spiel ist vorbei! Banza! Nicht genug! Er wurde eingewechselt! Oh mein Gott! Banza! Ein krasses Spiel, Digga. Ach du Scheiße. Banza wurde eingewechselt. Ich habe sogar ein paar Zuschauer getroffen, die hier Urlaub machen, ne? Es war so krass. Die Atmosphäre war verrückt. Wie viele Leute hier sind. Die gehen alle raus, gehen zum Auto. Oh mein Gott, es wird so viel Stau sein, Digga. Was ist das für Toiletten? Das sind die Pissoirs. Ey, yo, ey. Ey, was macht ihr? Man muss einfach gegen eine Wand pissen, Digga. Und jetzt geht's rein. My brother plays for us. My brother plays for Braga. For Simon Banza. I'm the brother from Banza. Simon Banza. Das war's mit dem Video. Wir haben Banza gesehen, er wurde eingewechselt. Und ich probiere noch ein Bild zu klären. Ich gehe nicht von Portugal ohne ein Bild von Banza. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, kommentiert das Video, das euch gefallen hat. Vielleicht machen wir öfter Stadion-Vlogs. Mal gucken. Deswegen, Leute. Peace!